Hallo meine Lieben, neues Jahr, neues Quartal, neue Zahnbürsten. Diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen mittlerweile, dass ich zu jedem neuen Quartal neue Zahnbürsten benutze, also neue Bürstenköpfe und auch neue Handzahnbürsten. Ich benutze ja mal beides. Und das sollte man ja alle 3 Monate erneuern. Und damit ich mir nicht immer ein Datum merken muss, mache ich das immer zum neuen Quartal. Und jetzt sind wir ja schon ein bisschen drüber. Ich bin dieses Mal etwas spät dran. Eigentlich wollte ich direkt an Neujahr alles erneuern. Und ich wollte es aber gerne für euch filmen. Und in dem Moment konnte ich nicht filmen. Und seitdem bin ich noch gar nicht wieder zum Filmen generell gekommen. Und deswegen hat sich das so ein bisschen hingezogen. Mich stört das selber, weil ich gerne direkt dann auch neue benutze nach 3 Monaten und auch direkt mit neuen ins neue Jahr gestartet hätte an Neujahr. Und Marc hat sich auch schon direkt Neujahr seine neuen geschnappt und ich wollte das aber unbedingt für euch filmen. Jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich, endlich neue benutzen zu können. Und ja, ich zeige euch mal, welche ich mir jetzt aussuche. So viel Auswahl habe ich gar nicht mehr. Ich muss unbedingt mal wieder neue bei Curaprox bestellen. Aber ich zeige euch jetzt mal, es sind ja auch immer ganz coole Farben dabei, welche ich mir jetzt aussuche. Und bevor ich es vergesse zu erwähnen, kann ich schon mal sagen, dass mein Curaprox-Code verlängert wurde. Er ist jetzt gültig bis zum 30.06.23 auf jeden Fall. Und ja, also alles eigentlich wie gehabt. Mein Code lautet DrAmi20. Damit bekommt ihr 20% auf alle Produkte von Curaprox über die Homepage www.curaprox.de. Und zwar bei jeder Bestellung auf alle Produkte ohne Mindestbestellwert, also ab dem 1. Euro. Alles wie gehabt, gültig dann aktuell bis zum 30.06.23 auf jeden Fall. Aber probiert es darüber hinaus auch gerne immer wieder aus, ob der noch gültig ist, denn bisher wurde er schon seit langem immer wieder verlängert. Und ja, deswegen, auch wenn ihr vielleicht kein aktuelles Video seht, ob er verlängert wurde oder nicht, probiert es einfach aus. Und dann seht ihr ja. Falls aber nicht funktionieren sollte, schreibt mir bitte unbedingt und gebt mir Bescheid. Dann klemme ich mich dahinter und gucke, woran das liegen könnte, weil eigentlich sollte er funktionieren. Und jetzt geht's auch los und wir gehen mal in mein Badezimmer. Da habe ich schon alles bereitgelegt. Also, so schaut's aktuell in meinem Badezimmerschrank aus. Das sind jetzt meine alten Zahnbürsten, die ich in dem letzten Quartal benutzt habe. Einmal eine Special Edition von der Ultra Soft von Curaprox und auch von der Velvet von Curaprox, also keine Special Edition, aber eine ganz normale. Und diese beiden Bürstenköpfe müssen auch neu für die Hydrosonic Pro von Curaprox. Und dann brauche ich auf jeden Fall eine neue Single-Zahnbürste und eine neue Prothesenbürste für meine Knirscherschiene. Ich habe das Ganze hier schon mal bereitgelegt, die ich jetzt benutzen möchte. Die packe ich jetzt gleich einmal aus, packe die in den Schrank und die alten kommen dann in Müll. Und hier seht ihr einmal von Curaprox auch der Ultrasoft eine Special Edition wieder. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Hier steht immer kein Name drauf. Aber hier ist eigentlich noch eine zweite Zahnbürste mit drin gewesen. Eine graue mit grauen Borsten und auch so einer Blume im Bürstenkopf. Die hat Marc sich jetzt schon genommen, direkt an Neujahr. Da war er ganz schnell, sehr vorbildlich, hat er an Neujahr sich neue Zahnbürsten genommen. Und ja, deswegen fehlt die jetzt schon. Und ich packe die jetzt mal aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt habe ich alles ausgepackt und in den Schrank einsortiert. Sieht das nicht schön aus? Oh mein Gott, ich freue mich immer so. Es ist so ein tolles Gefühl, neue Zahnbürsten zu haben. Und ach, diese Farben, ich finde es immer einfach so wunderschön. Ich meine, die Aufsätze von der Hydrosonic Pro, die sind natürlich immer gleich. Aber ich finde es so schön, dass man hier ein bisschen Variation hat. Bei der Single und auch bei der Ultra Soft und bei der Velvet. Oh, ich freue mich immer. Ich finde es einfach nur richtig schön. Und es ist so ein tolles Gefühl, das erste Mal mit einer ganz neuen, frischen, sauberen Zahnbürste zu putzen. Ich suche mir die Farben auch immer ganz gerne nach Jahreszeiten aus. Also wenn es irgendwie geht. Manchmal passt es halt auch nicht, weil man gerade eine Farbe aufbrauchen muss, sage ich mal. Aber wenn es geht, gucke ich immer nach Jahreszeiten. Und ich fand jetzt dieses Schneeweiß und so ein Eisblau für den Winter echt schön.
Und die pinken Borsten passen natürlich auch zur pinken Blume. Also ich finde es einfach richtig schön. Für diejenigen, die mich jetzt noch nicht so lange kennen, gehe ich noch einmal ganz kurz durch. Also das hier ist, wie ich jetzt schon sagte, die Curaprox Ultra Soft. Den nehme ich zum normalen Zähneputzen mittags meistens. Also ich putze zweimal am Tag mit einer Schallzahnbürste, falls du dich wunderst, warum ich überhaupt eine Handzahnbürste benutze. Also normalerweise nehme ich die Schallzahnbürste mit dem Sensitivbürstenkopf. Das ist die Hydrosonic Pro von Curaprox. Und dann nehme ich auch diesen Singlebürstenkopf abends zum Nachputzen von dem, also vom Sulkus, das heißt vom Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch. Und weil ich aber auch manchmal ganz gerne das Gefühl von einer Handzahnbürste mag, weil man da einfach ein bisschen mehr Gefühl mit hat und das selber bestimmen kann, wie man putzt, nehme ich auch ganz gerne Handzahnbürsten. Das heißt einmal die Single. Ich habe jetzt wieder die 1006 gewählt. Die hat nur 6 mm lange Borsten und ist ein bisschen kürzer und auch etwas härter. Dann gibt es die gleiche noch, also eine ähnliche von Curaprox, die 1009. Die hat dann 9 mm lange Borsten und ist etwas weicher. Probier einfach mal aus. Ich variiere auch immer mal nämlich die kürzere, mal die längere. Und eben, wie gesagt, die unterscheiden sich auch in der Härte. Und jetzt gerade finde ich die 1006 ganz gut. Dann hier meine neue Prothesenbürste für die Knirscherschiene zum Reinigen. Und dann habe ich hier noch die Velvet. Die Velvet nehme ich, wenn ich Säure gegessen habe, also irgendwie Obst oder Tomaten oder sowas. Und hinterher meine Zähne putzen möchte, dann warte ich 30 Minuten mit dem Zähneputzen und nehme dann hinterher die Velvet mit einer sanften Zahnpasta, damit die Zähne nicht so in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber normalerweise, wie gesagt, zweimal am Tag putze ich mit einer Schallzahnbürste und mittags dann ganz gerne mit einer Handzahnbürste. Dann wundern sich vielleicht einige, warum hier noch andere Zahnbürsten und ein Haufen von Bürstenköpfen herumstehen. Die sind hier wirklich nur, weil ich die alle mal getestet habe. Die benutze ich nicht, darum erneuere ich die jetzt auch nicht, weil das überhaupt nicht nötig ist, wenn ich sie nicht benutze. Und ich habe eigentlich mehrere Kisten mit so Zahnpflegesachen, die ich alle mal getestet habe und zeige in Videos und so weiter. Aber die sind allmählich auch voll und hier sind die so schön in Reih und Glied aufgestellt. Und solange ich den Platz nicht brauche, lasse ich die da erstmal. Wobei ich schon überlegt habe, die vielleicht auch in der Kiste zu tun. Mal schauen. Und diese Zahnbürsten hier, einmal die Oral-B I.O. Series 9 ist das. Und noch eine Philips Sonicare Diamond Clean, eine ganz alte, die ist mittlerweile 9 oder 10 Jahre alt. Die habe ich vorher benutzt, die Sonicare Diamond Clean, bevor ich die von Curaprox hatte. Und die habe ich nur getestet und fand sie leider überhaupt nicht gut. Und jetzt stehen die hier, falls du dich wunderst, weil ich die manchmal noch in Videos zeige. Ich hatte die zwischenzeitlich schon im Keller und musste sie dann immer mal wieder rausholen. Und jetzt habe ich sie einfach hier stehen gelassen, weil sie mich da nicht stören. Aber benutzen tue ich sie eben nicht mehr. Oder ja, die eigentlich gar nicht, noch nie. Nur zum Testen und die nicht mehr, seitdem ich die habe. So, jetzt wissen alle Bescheid, auch meine neuen Zuschauer. Und hier ist noch einmal Marks graue Zahnbürste. Also das Pendant zu meiner aus diesem Doppelpack. Und ja, wie gesagt, grau mit grauen Borsten und oben auch so ein Blümchen. Hier diese Ultra Soft Special Edition. Und dazu passend hat er die Velvet in so einem Rostbraun oder Rostrot. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Farbe heißt. Mit grauen Borsten. Passt auch sehr schön zusammen, das beides. Ja, das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet das auch immer spannend zu sehen, welche Zahnbürsten ich mir so aussuche, welche Farben ich nehme. Schreibt mir auch gerne mal, welche ihr benutzt oder schickt mir sogar mal ein Foto bei Insta. Würde mich mega doll darüber freuen zu sehen, wie es in eurem Badezimmer so aussieht. Und ansonsten, wenn ihr was bestellt, denkt auf jeden Fall an meinen Code DrAmi20. Damit sparst du nämlich 20% auf alle Produkte. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniere auch unbedingt meinen Kanal, damit unterstützt du mich, damit ich einfach noch mehr Leute erreichen kann und mein Kanal wächst. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.